Trotz kalter Temperaturen hatten sich zur Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag wieder viele Dülmener Bürger und Vertreter aus Politik, Vereinen und Militär eingefunden, um der Toten der beiden Weltkriege zu gedenken. Den musikalischen Auftakt machte die Stadtkapelle Dülmen. Bürgermeisterin Lisa Stremlau begrüßte die Anwesenden. Wir gedenken heute der Gefallenen und Getöteten der beiden Weltkriege und der Opfer des Nationalsozialismus. Die Chorgemeinschaft Dülmen war mit einem Liedbeitrag ebenfalls im Programm der Gedenkstunde vertreten. Pfarrerin Susanne Falke erinnerte in ihrer Rede an Walter Bonhoeffer, der 1918 im Krieg fiel. Schülerinnen und Schüler des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums verlasen dazu Texte aus dem Buch von Sabine Leipholz Bonhoeffer. In diesem Jahr denken wir vor allem an das Ende des Ersten Weltkriegs. Am 11. November 1918 um 11 Uhr erklangen überall an der Front Trompeten, die das Ende dieses Krieges verkündeten. Walter Bonhoeffer heißt er. Er war der zweitälteste Bruder Dietrich Bonhoeffers, der als Theologe und Lieddichter bekannt geworden ist und der 1945 wegen seines Widerstandes gegen Adolf Hitler sein Leben lassen musste. Mein Vater war im Begriff, das Haus zu verlassen und in seine Klinik zu fahren. Und ich wollte gerade aus der Tür zur Schule. Als aber der Telegrammbote uns zwei Depeschen brachte, blieb ich auf der Diele stehen. Walter bekam mehrere Granatsplitter in beide Beine, was nach dem Bericht der Ärzte zunächst harmlos erschien. Zu den Klängen der Stadtkapelle Dülmen und der Chorgemeinschaft wurden anschließend die Kränze der Stadt Dülmen und des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge vor dem Ehrenmal niedergelegt. Nachfolgend legten die Vertreter der US-Armee, der Reservistenkameradschaft und des VdK Kränze nieder.